Wir kennen Kolko als Kompetenzanbieter im Bereich der hochwertigen Badausstattung. Aber Kolko schaut auch gerne mal über den Tellerrand und lädt deshalb heute zum Expertenforum Senior Living ein. Genau, hier beschäftigen sich heute alle mit der Herausforderung, wie Wohnen im Alter attraktiv gestaltet werden kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute einen spannenden und wirklich interessanten Tag zusammen vor uns haben. Wir möchten Ihnen ganz gerne neue Konzepte und Lösungen vorstellen für die Silbergeneration. Und ja, für die muss man natürlich einiges machen, denn das Leben ist Veränderung und Wohnen natürlich auch. Sie sind, darf das auch mal so sagen, Sie sind ein Teil oder ein wesentlicher Teil unserer Zukunft. Senior Living ist einfach ein Thema, was immer mehr kommt. Und die Frage ist ja auch eine Frage der Lebensmöglichkeiten. Also das Älterwerden eben auch schöner gestalten zu können und eben auch idealerweise sogar irgendwann generationenübergreifend solche Themen abdecken zu können. Bestes Beispiel, ich nehme wieder meinen Schwiegervater. Ich finde, man muss sich da immer nur an die eigene Nase packen. Wie möchte man selber alt werden? Und in meinem Erleben ist es einfach im Moment viel zu wenig divers. Ich habe sehr schubladenartige Angebotsformen, die häufig überhaupt nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen eingehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass genauso bunt wie unsere Gesellschaft ist, genauso vielfältig sollten auch Angebote sein. Für uns ist, sage ich mal, eine außergewöhnliche bauliche Qualität wichtig. Das heißt, von dem ersten Eindruck über die Innenausstattung bis hin zu dem kleinsten Detail, sei es eine Waschtischarmatur oder vielleicht auch eine Schalteranlage, muss es letztendlich irgendwie zusammenpassen und dem Kunden das signalisieren, was wir verkaufen wollen. Ein exklusives Angebot, ein Ort zum Ankommen, zum Zuruhekommen und sich wohlfühlen. Ja, dass wir eben weggehen vom Pflegeheim, also wirklich betreutes Wohnen, wo der Senior selbstbestimmt in seinen eigenen vier Wänden leben kann, der Wohnraum bezahlbar ist und man dann aber trotzdem gewisse Services hat, die erschwinglich sind und eben diesen Gemeinschaftsgedanken weiter pflegen und der Senior sollte aktiv sein Leben noch weiter gestalten können bei uns. Auch wenn das Ziel noch nicht ganz klar ist, wir haben hier verschiedene Entwürfe schon skizziert bekommen, aber wie sieht es in Zukunft aus? Das Ziel ist ungewiss, aber die Richtung ist doch klar, weil Architektur ist ja nicht ein selbstreferenzielles Gebilde, sondern Architektur ist immer ein Angebot an die Gesellschaft oder im besten Fall eine Antwort auf die Frage, wie wollen wir leben? Und in diesem Fall, wie wollen wir im Alter leben? Wir haben schon super viel spannenden Input heute zum Thema Senior Living erhalten. Und als nächstes kommt jetzt David Ruben-Thies von den Waldkliniken Eisenberg. Genau, die haben wir auch schon besucht. Da findet ihr ein spannendes Video bei uns im Kanal. Und da schauen wir uns jetzt den Vortrag an. Mitten im Wald, mitten in der Natur, was machen wir da? Premium Hospitality in Nature. Also das eine war ja sozusagen, den Patienten ertragen und erdulden zum Gast zu machen. Ich glaube, das war so der erste Punkt und ich glaube, der ist ja wirklich gelungen. Ne? Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur Energieeffizienz, sondern Nachhaltigkeit ist auch die Langlebigkeit eines Produktes. Und deswegen ist es zum Beispiel etwas, warum wir mit Kolko und Gera zusammenarbeiten, weil die Langlebigkeit eben der Produkte gewährleistet ist. Ja, also man merkt schon, wenn man durch unsere Studentenwohnungen oder Apartments geht oder durch die Hotels, da ist wirklich so unsere persönliche Note drin. Und dadurch, dass wir eigentlich alle bei uns in der Familie auch so designmäßig irgendwie gerne oder wir reisen viel rum, ja, da wird man inspiriert und das transportieren wir dann wirklich in unsere Objekte und versuchen da wirklich immer auf kleinem Raum alles so funktional wie nur möglich umzusetzen und eben mit guten Materialien, die auch über längere Zeit halten, weil wir eben Bestandshalter sind und die Immobilien dann nicht, wenn sie fertiggestellt sind, veräußern. Ganz zum Schluss geht es nochmal um das Thema Lebensqualität. Der Titel Silver is the New Black, da haben wir uns angelehnt an eine Idee. The New Black ist ja immer das neueste, trendigste. Also wir wollen einfach damit zeigen, kann Senior Living zu einem Trendthema werden, zu einem Lifestyle-Thema.
Was ich ganz wichtig fand, war der Hinweis, dass das ein gesellschaftliches Thema ist. Architekten können nur die Hülle machen. Ja, und am Ende entsteht durch uns das, was die Gesellschaft diskutiert hat vorher und möchte. Also es hat angeregt, tatsächlich nicht zu sagen, ja, da ist einfach ein Wasserhahn oder eine Duscharmatur, sondern das war heute auch für mich so eine Erkenntnis zu sagen, auch ältere Menschen haben ein Gefühl für Design, für Hochwertigkeit. Für uns geht jetzt ein super spannender Tag hier bei Keuco mit ganz vielen neuen Impressionen zu Ende. Ja, und gerade wir als Planer und auch die ausführenden Firmen haben heute nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, in diesem Bereich Wohnen im Alter umzudenken, denn die Ansprüche haben sich einfach gewandelt. Wir freuen uns schon aufs nächste Video mit euch. Und da seid ihr wieder dabei. Also, bis bald.